Unser Thema beim World Tai Chi Qigong Tag im April sind die Wolkenhände. Diese Figur gibt es in vielen verschiedenen Varianten und wir werden sie aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Die Figur, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, das sind Hände wie ziehende Wolken aus den 15 Formen der Tai Chi Qigong. Ich habe diese Übung für euch ausgewählt, weil wir hier sehr schön den Qi-Fluss spüren können. Wir können sehr schön das Steigen und das Sinken des Qi und das Öffnen und das Schließen des Qi spüren. Und zusätzlich ist es eine Übung, die die Körperstruktur trainiert und natürlich auch die Beine kräftigt durch diesen tiefen Stand. Also ich werde euch diese Übung am 26. April gerne vorstellen und mit euch gemeinsam üben. Mein Name ist Sigrid Hummel. Ich habe in Ismaningen bei München mein Yocho Qigong Studio, wo ich täglich Qigong Kurse gebe und ich bilde auch noch Qigong Kursleiterinnen, Qigong Kursleiter aus. Also ich freue mich, wenn wir uns im April sehen und wir gemeinsam die Hände wie ziehende Wolken üben. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr dabei seid.